Die deutsche Nationalmannschaft hat beim 3:0 Erfolg gegen Russland vor allem vor der Pause überzeugt. Bundestrainer Joachim Löw ist mit der ersten Hälfte zufrieden, sieht aber Schwachpunkte. Torschütze Serge Gnabry lobt Startelfdebütant Kai Havertz, Kritik übt er allerdings an der Stimmung im nicht ausverkauften Leipziger Stadion. Joshua Kimmich wähnt sich bei einer anderen Sportart. Das Spiel zum Nachlesen im Live-Ticker. Die offizielle Zuschauerzahl wurde mit 35.288, damit blieben fast 8.000 Sitze leer. Sport 1 fasst die Stimmen von RTL und aus der Mixzone zusammen. Joachim Löw, Bundestrainer: Die erste Hälfte war gut. Wir hatten eine gute Spielkontrolle und hatten auch die Dynamik im Spiel. Die Tore waren sehr schön herausgespielt. Wenn man so viele Wechsel vornimmt, geht natürlich der Spielfluss verloren. Wir hatten bei eigenem Ballbesitz nicht mehr die Raumaufteilung und die Ordnung. Es war ein bisschen durcheinander. Über Kai Havertz: Er hat mir sehr gut gefallen. Er ist sehr ballsicher, er orientiert sich nach vorne und hat eine offene Stellung zum Ball. Er versucht, den Ball immer nach vorne mitzunehmen. Das sind auch Schlüsselmomente in unserem Spiel. Für sein Alter ist er sehr gut. Er hat eine wahnsinnig gute Übersicht und erkennt Situationen sehr schnell. Über die Reservisten Thomas Müller und Mats Hummels: Sie sind wahnsinnig professionell, sie gehen auch im Training voran und treiben die anderen mal an. Heute haben sie die Entscheidung auch absolut so akzeptiert. Stanislav Tscherchesow, Nationaltrainer Russland: In der zweiten Halbzeit hat man gesehen, dass wir gut spielen können. In der ersten Halbzeit waren wir nicht auf das Tempo der Deutschen vorbereitet. Deutschland hat aggressiver gespielt. Gnabry wünscht sich bessere Stimmung. Serge Gnabry: Deutschland, die erste Halbzeit war richtig gut von uns. Wir haben uns viele Chancen herausgespielt. Mit der zweiten Halbzeit waren wir nicht mehr so zufrieden. Wir waren nicht mehr so aggressiv in den Zweikämpfen und haben nicht mehr so viel Druck gemacht. Da hätten wir noch eine Schippe drauflegen können. Über den Umbruch: Für uns auf dem Platz ist es egal, wie alt wir sind. Wir schauen einfach, dass wir Gas geben. Wir haben in Deutschland einfach viele junge Spieler, die in ihren Clubs in jungen Jahren Stammspieler sind. Gerade Kai Havertz ist mit seinen 19 Jahren ein gutes Beispiel. Er spielt überragend, warum ihn dann nicht spielen lassen? Über die Stimmung im Stadion: Natürlich wäre es schön gewesen, ein bisschen mehr Support zu haben. Aber wir auf dem Platz müssen schauen, dass die Ergebnisse stimmen, dann kommen die Fans auch wieder. Über sein Tor und Havertz Vorlage: Das war ein genialer Pass. Ich habe ihm vorher gesagt, dass er sich vorne im Halbraum aufhalten soll, damit er von Niklas Süle anspielbar ist. Dass er so ein Auge hat und mich findet, ist klasse. Anzeige: Die UEFA Nations League live bei DAZN, jetzt gratis Monat sichern. Kimmich fühlt sich wie im Hallenbad. Joshua Kimmich: Deutschland, ich dachte schon, wir sind im Hallenbad, mit den blauen Sitzen. Man bekommt das als Spieler gar nicht so mit. Klar, bei der Hymne sieht man es ein bisschen, dass etwas frei ist. Aber wenn es dann losgeht, ist man wie im Film. Da guckt man nicht mehr nach links und rechts, sondern hat den Fokus auf dem Platz. Leon Goretzka: Deutschland, gerade wenn du vom letzten Samstag aus Dortmund hier hinkommst, ist es dann schon ein leichter Kulturschock. Aber so ist das halt bei solchen Spielen. Ich glaube, wenn es wieder um etwas geht, wird die Stimmung im Stadion wieder besser sein. Neuer sieht großes Potenzial. Manuel Neuer, Kapitän deutsche Nationalmannschaft: Wir wollen das Jahr mit den beiden letzten Spielen gut zu Ende bringen. Wir haben ein schwieriges Jahr mit der Nationalmannschaft durchleben müssen. Das war ein guter Start. Über den Umbruch: Das sind alles gestandene Spieler, die spielen bei Top-Vereinen, auch international. Wir kommunizieren viel. Wichtig ist, dass man sich auf dem Platz alles sagen kann.
Darin sehe ich auch meine Aufgabe. Wir schauen mal, wer gegen Holland auflaufen wird. Jeder junge Spieler ist sehr hungrig. Das ist sehr positiv. Sie haben viel Potenzial, darauf können wir aufbauen. Über die Stimmung, durch die Spielfreude, die wir an den Tag gelegt haben, haben sie sich auch gefreut. Es war nicht ausverkauft, das ist schade. Aber wir haben auch in diesem Jahr nicht so viel dafür getan, dass jedes Spiel ausverkauft ist. Anzeige, sichern Sie sich jetzt das neue DFB-Trikot. Hier geht es zum Shop Leroy Saint Deutschland. Wir haben sehr viele gute junge Spieler, egal auf welcher Position. Wir haben heute ein ordentliches Spiel gemacht. Ich hoffe, dass wir am Montag auch ein gutes Spiel machen und gewinnen werden. Die Spielweise, wie Jogi Löw spielen lässt, gefällt mir sehr. Das ist offensiv stark. Die jungen Spieler haben heute gezeigt, dass wir auch dieses System spielen können. Ich denke, wir können noch ein bisschen mehr Druck aufbauen. Havertz, lerne von den Älteren am meisten. Kai Havertz, Deutschland, es macht immer Spaß, mit vielen jungen Spielern zu spielen. Trotzdem kann man von den etwas Älteren hier am meisten lernen. Man sieht, wie viel Qualität hier herrscht. Vor allem als junger Spieler kann man sich viel abschauen. Für mich war es wichtig, in so einem Spiel dabei zu sein. Niklas Süle, Deutschland. Wir hatten in der ersten Hälfte viele gute Dinge, aber auch viele, die wir noch weiter verbessern müssen. Wir sind auf einem guten Weg, daran wollen wir anknüpfen. Über einen Stammplatzanspruch, das würde ich nie öffentlich machen. Ich habe meine Ziele. Ich habe riesigen Respekt vor den beiden, Mats Hummels und Jerome Boateng, Anmerkung D. Rett. Sie sind immer noch Wahnsinnsspieler. Ich habe viel von ihnen gelernt und werde auch noch viel lernen. Punkt. Ich freue mich immer, wenn ich spielen darf und versuche, das Vertrauen zurückzahlen kann. Jetzt die Sport1-App herunterladen.